hat seinen Niederländer mit der Nummer 1, der Baumlange Martin van der Horst. Mit ihm in den Reihen des deutschen Meisters will der ASC versuchen, Moers die ersten Punkte in dieser Saison abzujagen. Ein probates Mittel soll auch sein, der Sprungaufschlag. Aber der MSC hat die Annahme drin. Diese Waffe wird also entschärft, der Dachauer. Und Moers zeigt einen schnörkellosen Angriff, abgeschlossen durch den deutschen Nationalspieler Alexander Wiedmann. Auszeit Dachau, Trainer Mokulescu zunächst sprachlos, hatte vor der Saison Befürchtungen geäußert, nach zwei Meisterschaften könnte seine Mannschaft satt sein. Dieser Spielstand sollte den deutschen Meister allerdings wachrütteln. Und hier so ein Aufschlagspezialist, Sándor Kantor, und der zeigt, wie diese taktische Variante sich für Dachau auszeichnen soll. Auf ein neues Sprungaufschlag. Und schon ist Dachau wieder dran, nur noch 14 zu 12. Moers hat in dieser Phase beinahe Angst vor der eigenen Courage. Taktischer Wechsel beim MSC, wie willkommen für den nächsten Ball für Hübner aufs Feld. Kantor, gebürtiger Ungar, eine der Säulen dieser Mannschaft aus München. Aber Liefke erobert das Aufschlagrecht für den Gastgeber zurück, immer noch 14 zu 12. Zahlreiche Möglichkeiten, den Satz zu gewinnen, hat Moers bislang verstreichen lassen. Jetzt die 17. Möglichkeit. Fehler Christian Struff. Der Ball springt von der Netzkante ins Aus. Nach 48 Minuten endlich der Satzgewinn zum 1:0 für Moers. Zur Erinnerung, noch hat der Tabellenführer der Liga in dieser Spielzeit keinen Satz abgegeben. Der zweite Durchgang steht dann annähernd unangefochten im Zeichen des Moerser SC. Früh im Satz hat man sich absetzen können, führt zu diesem Zeitpunkt bereits mit 14 zu 7. Allein Kantor, er erreicht Normalform, und dann Aufgabe Böttcher. Über 125 Kilometer kann er schnell schlagen und er besorgt das 14 zu 8. Böttcher ansonsten hinter seiner Form zurück. Auszeit, Stefan Mau, der Trainer von Moers, im ersten Satz noch mit leichten Problemen. Aber jetzt ist er eigentlich mit seinem Team oben auf. Wenig später wieder Satzball Moers. Kantors Annahme. Und dann führt er den Ball wohl, und das führt zum Satzgewinn für Moers. Die Aufgaben des Moerser SC ohne das erhöhte Risiko des Sprunges. Kantors Annahme, und der Ungar ist fix auf den Beinen. Häberlein, der Zuspieler auch der Nationalmannschaft, und dann ist Kantor wieder da, allerdings mit dem technischen Fehler. Tropfnass Andreas Böttcher in Boris Becker Form mit dem Trikotwechsel. Erstaunlich, wie Dachaus Trainer Mokulescu es dick verpackt und zornesrot diese Affenhitze übersteht. Andere unter den 2400 Zuschauern halten es luftiger. Dritter Durchgang, Martin van der Horst kommt nach längerer Pause wieder aufs Feld. Aber die Prägung dieses Spiels besorgen andere, vor allen Dingen auf der linken Seite, auch der Mörser. Vor allen Dingen Peter Blanchet mit der Nummer 12, der Zuspieler. Er setzt seine Mitspieler, wie hier lief, ein ums andere Mal glänzend in Szene. Der Widerstand von Dachau ist zu gering. Im Spielaufbau zu durchsichtig. Der Block nicht effektiv genug. Moers besser, Blanchet auf Liefke, ein tolles Gespann. Liefke mit der Nummer 1 hier vorne im Bild zu sehen. Einer der hoffnungsvollsten Nachwuchsspieler Deutschlands. Knallhart. Aufschlag. Grabert, einer von den drei angesprochenen Holländern. Er sorgt für mehrere Punkte hintereinander. Und nur Sándor Kantor, er kann hier Widerstand leisten. Verhaltene Freude bei Dachau zeigt schon, dass so recht der Glaube an einen möglichen Umschwung in dieser Partie fehlt. Wie soll es auch beim Spielstand von 12 zu 3 für Moers. Und wenig später die Möglichkeit weiter zu erhöhen. Wiederum Liefke, das 14 zu 3. Das ähnelte schon einer Demontage des deutschen Meisters, was da Blanchet, Grabert,
Wegler, Liefke und Hübner zauberten. Umsichtig wiederum das Anspiel von Blanchet. Diesmal über die linke Seite. Marco Liefke mit dem Punkt. Und der sollte wiederum zum Matchball führen. Und das ist dieser Ball mit viel Einsatz von beiden Mannschaften geführt. Und am Schluss mit dem Mörser SC als dem Gewinner mit seinem Trainer Stefan Mau. 3:0, glatter Erfolg gegen den deutschen Meister. Noch einmal die Schlussphase des letzten Balles. Blanchet, über den alles lief. Liefke wie gehabt über die linke Seite. Dann bleibt wieder die Zeit, in Ruhe aufzubauen und gegen den Ein-Mann-Block von Sandor Kantor ohne Chance. Wie steht es um die Motivation nach der Niederlage in Wuppertal und hier in Moers? Sind das Spiele, die man verlieren kann? Früher hätte man sie gewonnen. Ja, wissen Sie, man kann nicht, wenn wir jetzt alle Spiele gewonnen hätten, dann gesagt, das ist langweilig. So ist es nicht langweilig, so haben die anderen gewonnen, sie haben verdient gewonnen. Ich gratuliere Ihnen und wir werden schon zur richtigen Zeit uns wieder motivieren.